Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht im Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Fußballnationalmannschaft keinen Verlust. Er hat in den letzten anderthalb bis zwei Jahren nicht mehr die sportliche Leistung gebracht, die der Nationalmannschaft helfen kann. Auch bei der Weltmeisterschaft in seinen zwei Einsätzen hat er nicht überzeugt, sagte Matthäus im Gespräch mit Sky Sport News HD. Matthäus glaubt, dass Özils Abschied die Chance für einen jüngeren, vielleicht auch besseren Spieler sein könnte, der DFB-11 zu helfen. Namen möglicher Erben nannte Matthäus nicht. Özil hatte im Zuge der Erdogan-Affäre am vergangenen Sonntag seinen Rücktritt aus der Auswahl des Deutschen Fußballbundes, DFB, nach 92 Länderspielen und dem Gewinn des WM-Titels 2014 erklärt. Die Art und Weise kann man diskutieren. Ich glaube, es war im Endeffekt die richtige Entscheidung von ihm, sagte Matthäus. Sit.